Hallo, herzlich willkommen auf dem Kanal Komm mit mir. Heute sitze ich wieder hier, Sandra, und mache ein Video über die Grenzübergänge und Kfz-Versicherung für Mexiko. Wir sind zweimal nach Mexiko eingereist von den USA aus. Einmal für die Baja California und dann einmal noch fürs Festland. Wir waren ja noch mal kurz in den USA und sind dann noch mal eingereist, aber über einen anderen Grenzübergang. Ja, als erstes haben wir uns vorab informiert, welche Kfz-Versicherung fürs Auto haben wir dann im Internet gefunden, bei Sanborns Insurance, die sitzen in San Diego. Dort auch E-Mail-Kontakt einfach und für 180 Tage haben wir die abgeschlossen, hat uns 430 US-Dollar gekostet, ist aber wirklich ein halbes Jahr dann, also die Versicherungsabdeckungssumme kann man sich aussuchen, man muss Fotos schicken, aber wirklich unkompliziert, alles per E-Mail, muss man unterschreiben, zurückschicken und zack. Die Papiere muss man dann aber im Nachhinein ausdrucken, weil man die teilweise in Mexiko dann vorzeigen muss. Das ist wichtig. Dann den ersten Grenzübergang sind wir dann auf die Baja California gefahren. Da haben wir den kleinen Grenzübergang bei Tecate genommen, so ein Berggrenzübergang. Wirklich ganz klein, man fährt da quasi schon bei der USA durch. Dann kommt man zur Mexiko-Seite, dort wird man angehalten, kurz ins Auto geschaut, nachgefragt, wo man hin will, was man vorhat, was man dabei hat. Wirklich nur ganz kurz, dann darf man auch schon Mexiko einfahren in Tecate, dort auf den Parkplatz stellen und zu Fuß wieder zurück. Dann nimmt man seine ganzen Papiersachen mit, Reisepass und sowas und geht zu einem Beamten, der spricht auch Englisch. Dann füllt man seine Touristenkarte aus für 180 Tage, also 6 Monate. Kostet 32 US-Dollar pro Person, also man kann in US-Dollar zahlen oder mexikanische Pesos. Wir hatten Glück, dass wir noch US-Dollar hatten, weil es gibt auch eine Bank dort, wo man abheben kann. Leider war die zu wegen Feiertag, also daran auch denken, Mexiko hatte Feiertag. Und da war die Bank geschlossen, so steht man dann da. Anders zahlen ist nicht möglich. Vielleicht hätte man in Tecate schnell irgendwo auf eine Bank gekonnt, aber war uns dann auch irgendwie nicht bewusst. Aber wir hatten Gott sei Dank noch US-Dollar. So, dann ging das ganz flott. Kriegst du so ein Kärtchen, einen Stempel im Reisepass und schon war das erledigt. Fürs Auto mussten wir noch nichts machen, keine Einfuhrerklärung und sowas. Und Deposit hinterlegen, wie das eigentlich für Mexiko üblich ist, da man auf der Baja California das einfach noch nicht braucht. Ja, dann war es auch schon fertig. Und nicht vergessen, die Karte von der USA, die man im Reisepass eingetackert bekommt, so ein grünes Kärtchen, also die Departure Card, auf der USA-Seite abgeben. Das ist ganz wichtig. Wenn man die vergisst, muss man das wohl eine ganz bestimmte Adresse zurückschicken mit einer Erklärung, warum man es vergessen hat und wo man sich gerade befindet, dass man auch ausgereist ist, die Beweise dafür. Das ist wirklich wichtig. Dann sind wir wieder in die USA zurückgegangen und uns wurde empfohlen, in Laredo in Texas einzureisen, übers Festland. Wir haben uns dafür entschieden, weil zu der Zeit Unruhen in Sonora im Bundesstaat waren und da hätten wir, wenn wir wieder über die Karte eingereist wären, hätten wir da durchfahren müssen und das war uns zu gefährlich. Deswegen sind wir durch ganz USA noch ein Stück gefahren und in Laredo eingereist. War auch die beste Entscheidung. Dann haben wir den Tipp bekommen, man soll vorher an der Grenze fragen, ob es ein guter Tag ist einzureisen, ob es irgendwelche in der Nacht Schießereien gab auf der mexikanischen Seite oder Unruhen. Haben wir dann auch gemacht und der Beamte hat gesagt, ja, heute ist perfekt, also heute kann man einreisen. Ja, so haben wir das auch gemacht. Auch wieder über die Grenze drüber bei der USA vorbei. Dann hatten wir ja unser Visum schon. Wir haben das nicht nochmal verlängert, weil wir noch 3 Monate Zeit hatten. Für Mexiko jetzt. Deswegen haben wir nur unser Auto eingeführt. Hat uns 50 Euro gekostet für 92 Tage. Dann braucht man noch ein Deposit, muss man hinterlegen. Und zwar geht das nach Baujahr des Fahrzeuges, wie alt es ist. Für uns war das jetzt ungefähr 275 Euro. Die bekommt man bei der Ausreise von Mexiko wieder zurück auf die Kreditkarte überwiesen. Also dort konnte man mit Kreditkarte zahlen, musste man nichts bar bezahlen. Ist auch ein Kopierstand dort, wenn man seine Papiere nicht vorher kopieren konnte, auf der Reise manchmal nicht möglich, konnte man das vor Ort noch machen. Also man braucht vom Fahrzeugschein die Papiere und vom Fahrzeughalter den Reisepass einfach als Kopie. Das musste man dann vorzeichnen, die Dame hat alles ausgefüllt. Wir haben einen Aufkleber bekommen und einen Schein dafür, dass man das Fahrzeug jetzt einreisen darf.
Und das will auch jeder Polizist und sowas, möchte das auch sehen. Aber ging auch ruckzuck, also ganz flott. Und schon waren wir quasi in Mexiko. Dann wollte noch mal kurz jemand in unser Auto schauen. Also eine kurze Inspektion, ob wir wieder Obst oder irgendwas Gemüse dabei haben. Und wohin es geht, kurz in Rucksäcke geschaut. Und das war's dann schon. Also das ist jetzt nicht dramatisch. Und dann waren wir schon in Mexiko. Und unterwegs hat uns auch einmal die Polizei angehalten. Die wollten auch die ganzen Papiere sehen und sowas. Aber ansonsten war eigentlich nichts Auffälliges. Dann bei der Ausreise. Wir sind nach Belize eingefahren und quasi über den Santa Elena Grenzübergang von Mexiko nach Belize. Und dort, muss ich sagen, war auch total entspannt. Also ist ein bisschen verwirrt, wenn man reinfährt, welche Straße man langfahren muss. Aber man kann die Beamten dann fragen, wo man denn hin muss. Die helfen gleich weiter, kommt gerade angesprungen. Und dort ist ein kleines Häuschen, fährt man eigentlich vorbei. Dann gibt man seinen Reisepass mit dem Stempel und diese Karte, die man bekommen hat, also das Visum, gibt man dort ab und wird ausgestempelt, dass man da jetzt rausfährt. Dann geht man noch in ein Office, also ins Banjasito heißt das. Und da bekommt man sein Deposit fürs Auto zurück, wird wieder überwiesen. Die Dame hat Fotos noch vom Auto gemacht, die WIN-Nummer im Auto fotografiert, also dass sie sicher sind, dass das Auto wirklich wieder ausgeführt wird und du das nicht in Mexiko verkauft hast oder so. Da wollen die auf Nummer sicher gehen. Dann hat sie auch den Aufkleber abgemacht von der Frontscheibe und dann haben wir eine Quittung bekommen und das war es dann auch schon. Und dann ging es zur Belize-Seite. Und das war auch ganz unkompliziert, aber das folgt dann in einem späteren Video, wenn wir wieder aus Belize ausgereist sind. Ja, das war es dann auch schon von den Grenzübergängen. Wie ihr seht, man macht sich manchmal viel zu viel Gedanken um sowas. Die sind sehr freundlich auch gewesen, hilfsbereit. Wir hatten null Probleme damit, ging zügiger wie gedacht. Also wir haben 3/4 Stunde beim ersten gebraucht und 1 Stunde beim zweiten mit dem Auto. Also wirklich flott. Ja, also wer es vorhat, keine Angst davor haben, es ist ganz unkompliziert. Ja, damit Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!